Hallo Welt, da sind wir wieder. Wir haben gefunden, hier Garden Terrace oder so etwas ähnliches. Wir haben aber leider keine Zeit, denn wir haben noch den Auftrag vor uns. Den Auftrag. Boston bei Nacht. Warte nachts auf den alten Stockton. Der alte Stockton sollte H-222 eigentlich zu jemandem bringen, aber die Raider am Treffpunkt haben das verhindert. Ich soll den Treffpunkt von Gegnern säubern und die beiden dann nachts dort treffen. Und ganz genau, gesäubert haben wir mehr als das sogar, und zwar langweilig den ganzen Tag über. Wir wollten nicht warten, wir haben die Gegend erkundet und haben dann ein paar Supermutanten erledigt und dann diese Fahrstuhlsysteme hier gefunden. Einmal runter. Oh, Entschuldigung, einmal rauf. Ist ja das Gleiche, nur das Gegenteil davon. So, dann hier rüber und da drüben den Fahrstuhl. Mit dem kommen wir dann aber runter. Ja, wir haben diese Systeme gefunden, und zwar langweilig. Wir haben Supermutanten bekämpft. Wir haben alle Raider schon vorher erledigt. Und wir werden jetzt diesen Fahrstuhl hier nehmen. Warum ist der wieder unten? Keiner weiß es. Zwischenzeitlich war hier vielleicht jemand. Oh, gar nicht so abgesperrt. Nicht schubsen diesmal, ja. Ich nehme dich auch mit nach unten. Danke, dass du nicht geschubst hast. Ja, und jetzt müssen wir uns eben beeilen, dass wir zu unserem Sundfreund kommen. Es ist ziemlich viel passiert, finde ich, in den letzten Folgen. Wir haben die Railroad entdeckt, die Leute von der Railroad. Hier müssen wir lang. Und wir haben... Was haben wir noch? Ich glaube, das war es schon. Es war aber ziemlich viel. Gefühlt war es ziemlich viel. Oha. Und wir müssen nicht nach oben. Nein, wir müssen runter. Ja gut, die Supermutanten waren hier oben. Die haben wenigstens hier ein bisschen was abgedeckt, also abgesichert. Aber nicht genug. Ich gehe mal lieber in den... Ja, so kann man doch besser sehen hier. Wo können wir... Da sollten wir runter. Ja, hier. Und dann hier. Wir müssen uns etwas beeilen, fürchte ich fast. Naja, so ein kleines Stück können wir doch springen. Und... Beeilen, denn wer weiß, wie lange unser Kontakt dort wartet auf uns. Ist das tief? Nein. Springen geht manchmal schneller. Okay, hier wieder rüber. Wie ein Seiltänzer, so elegant. Und jetzt sind wir gleich schon an unserem Kontakt. Wo ist denn unser Kontakt? Wo ist unser Kontakt? Der Kontakt. In der Kirche wartet unser Kontakt. Okay, Werkbänke, Waffenwerkbank oder Rüstungswerkbank. Hier haben wir schon alles leergeräumt. Die Kirche war da lang oder hier lang? Ah, wir gehen mal hier lang. Haben wir hier oben schon reingeguckt? In den Fleischsack? Ja, haben wir. Okay, weiter geht's. Kontakt. Wir sind schon da. So gut wie. Wir sehen die Kirche schon. Ha! Mülleimer. Den haben wir aber beim letzten Mal übersehen. Die Kronkorken und 5mm Patronen im Blutsack nehmen wir mit. Die Kronkorken hier und die 308er Patronen ebenfalls. So, das Tor. Curry haben wir irgendwo verloren. Wir sollten ihr das Tor geöffnet lassen. Ah, sie findet schon. Sie findet schon zu uns. Das ist wieder aufgefüllt? Nein, ist es nicht. Ich glaube, ein Versorger hat gerade wieder irgendetwas erschossen. Okay, es ist Nacht. Wir sind hier. Der Sünd ist nicht da. Ich mag es nicht, wenn sich Leute verspäten. Wenn sich jemand verspätet, dann bin ich das. Und das ist schon schlimm genug. Okay, wir haben tatsächlich, ja, wir haben, es ist Nacht, könnte man so sagen. Aha, da kommen welche. Wer seid ihr? Ich traue euch nicht, der alte Stockton und H2, ach so, es ist ein Mensch, wusste ich das? Es ist ein... Hi,
Es ist wahrscheinlich sicherer, wenn ich nichts sage. Ich will dich keiner weiteren Gefahr aussetzen. Okay. Du kannst nicht reden? Sarkastisch. Gehen. Weiß das zu schätzen. Du kannst nicht reden? Warum redest du nicht mit mir? Ich weiß nicht genau, aber Mr. Stockton hat mir gesagt, es wäre für alle das Beste. Ich glaube nicht, dass er gelogen hat. Ich wollte dir danken. Die Welt ist überwältigend. Aber dank Leuten wie dir fühlt es sich richtig an, hergekommen zu sein. Okay. Ich habe viele Fragen. Frage Nummer 1. Bist du Sean? Frage Nummer 2. Kennst du Sean? Und Frage Nummer 3. Wir haben keine Fragen mehr. Ich habe viele Fragen gern geschehen. Zu rührselig. Besseres Leben. Ich habe viele Fragen. Ich habe viele Fragen. Vor allem über das Institut. Genau darüber soll ich laut Mr. Stockton nicht sprechen. Überhaupt nicht. Bitte beantworte Fragen. Gern geschehen. Zu rührselig steht dort und besseres Leben. Wenn ich mehr über das Institut erfahre, kann ich dir und anderen vielleicht besser helfen. Tut mir leid, ich weiß nicht viel über das Institut. Ich habe in den Wartungstunneln gearbeitet. Jeden Tag, seit ich denken kann. Gesprochen habe ich nur, um Befehle der Wissenschaftler zu bestätigen und ganz selten auch mit anderen Synths. In den letzten Tagen habe ich mehr als in meinem ganzen Leben geredet. Du bist bestimmt Sean. Die haben dir nur eingeredet, du seist ein Synth. Wo ist das Institut? Wissenschaftler? Bis bald. Wie war das Leben? Wo ist das Institut? Du weißt also, wo das Institut ist, richtig? Das hat mich Stockton auch schon gefragt. Ich weiß es nicht. Wirklich. Er sagt, kein Synth weiß das. Warum das so ist, kann ich nicht sagen. Deine Flucht? Wissenschaftler? Bis bald. Boah, das geht ja hier ab. Was ist denn hier los? Wieso kriege ich andauernd Punkte geschenkt? Wie war das Leben? Okay, ich würde Wissenschaftler gerne fragen. Aber deine Flucht würde mich auch, eigentlich würde mich alles interessieren. Wissenschaftler fragen. Du hast mit Wissenschaftlern gearbeitet? Ja, zumindest haben wir sie so genannt. Meine einzige Interaktion mit ihnen war es, Befehle zu erhalten, was ich putzen sollte. Ich habe dann meine Aufgabe bestätigt und ab und zu um eine Klarstellung gebeten. Aber das war's. Aha, und deine Flucht? Der Rest des Instituts? Bis bald. Wie war das Leben? Deine Flucht ist anscheinend eine wichtige Frage. Das werden wir ihn mal fragen, wie er das geschafft hat. Wie bist du aus dem Institut entkommen? Ich kann nur sagen, dass ich Hilfe hatte. Tut mir leid. Darüber rede ich nicht. Na gut, okay. Und der Rest des Instituts? Was weißt du über den Rest des Instituts? Ich hörte, über den Tunneln gäbe es eine Haupthalle. Riesig und grün. Mit vielen Synths. Aber auf die passen die Wissenschaftler ganz besonders auf. Mr. Stockton hat gesagt, nur wenige Synths entkommen aus diesem Bereich. Aha. Und wie war das Leben? Wie lebt es sich so als Synth im Institut? Von Synths wird erwartet, dass sie sich benehmen wie Maschinen. Man wartet auf Befehle. Man führt Befehle aus. Man führt einfache Selbstwartungen durch. Alles andere wird als abweichlerisch angesehen. Und dann kommt das SEB. Das SEB? Du hast das SEB erwähnt. Die beobachten uns, um sicherzugehen, dass wir keine Defekte haben. Um sicherzugehen, dass wir nicht weglaufen. Synths, die auffällig werden, verschwinden. Ich weiß nicht, wohin. So hört sich das an, wenn ich denke. Vielleicht in der Kryokammer wurden wir ausgetauscht. Wir sind vielleicht alles Synths. Oh mein Gott, das Leben ist vielleicht gar nicht real. Vielleicht ist das alles nur ein Traum. Vielleicht sind wir in Wirklichkeit Computerfiguren. So wie in Max Payne. Die Idee einmal aufkam. Bis bald. Bis bald, H2. Danke. Du kannst dir nicht vorstellen, wie schön es ist, mit jemandem zu reden. Och, H2, wo hast du O gelassen? Ja, der Witz musste jetzt raus. Okay, hier, der alte Stockton, bist du zufrieden? Hey. Die Luft ist rein, denke ich. Das hier ist H2-22. H2, das ist der Mensch, von dem ich dir erzählt habe.
Okay, seltsamer Name. Wir dürfen nochmal. Sehr schön. Mach schnell zu formell. H2 begrüßen. Seltsamer Name? Nein, H2 begrüßen. Schön, dich kennenzulernen, H2. Noch ein Mensch, der sich tatsächlich freut, mich zu treffen. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Denk dran, was ich dir gesagt habe, H2. Ich werfe das Signal an. Das ist Sean. Ich bin mir sicher. Wir hätten den Sohn erst suchen sollen und dann das Land hier, das Commonwealth. Hey, H2. Mr. Stockton meinte, dass ich nichts sagen soll. In Kürze wird jemand kommen. Ja, und dann hätten wir erst die ganzen Sachen hier erledigen sollen. Wo läuft er jetzt hin? Ich sammel so viel und jetzt habe ich nicht mitbekommen, wo er hingelaufen ist. Wir sollen hier warten. Okay, wir warten hier. In Kürze wird jemand kommen. Ah, da kommt jemand! Und weg ist er wieder. H2, hast du das verstanden? Hey, H2. Aber danke. Danke Ihnen allen. Netter Sünd. Er wäre noch netter, wenn er eine Dame wäre. Eine Roboterdame. So wie Curie hier. Oh, hallo. Und? Hi-Rise? Können wir reden? Ganz ruhig. Nicht schießen. Wanderer, richtig? Hab schon von dir gehört. Bist dem Weg der Freiheit gefolgt und hast beim Switchboard aufgeräumt. Freut mich, dich bei uns zu haben. Oh, Paket abholen? Railroad-Zeichen müssen los. Ach so, schön dich kennenzulernen. Ja, Railroad-Zeichen erstmal, oder? Hast du einen Geigerzähler? Oh, ganz recht. Meiner ist in der Werkstatt. Gut so. Jetzt schauen wir uns mal unseren Freund an. Hey, du, alles in Ordnung? Ein bisschen nervös. Aber es ging mir nie besser. Der andere Mann, er hat gesagt, ich soll nicht zu viel reden. Da hat er recht, H2. Du brauchst einen echten Namen und ein neues Gesicht. Aber dazu kommen wir noch. Mir sind noch mehr Raider gefolgt. Wir brauchen wohl noch mehr Hilfe. Neues Gesicht? Der Auftrag? Mach du es. Ich erledige die Raider. Neues Gesicht wollen wir doch erstmal wissen. Was meinst du mit neuem Gesicht? Wir müssen die Seriennummern der Neuen abfeilen, damit das Institut sie nicht so einfach findet. Die meisten Synths bekommen auch einen neuen Satz Erinnerungen als zusätzlichen Schutz. Aber zuerst müssen wir ihn in Sicherheit bringen. Wir müssen zum Unterschlupf Ticonderoga. Das ist mein Zuhause. Viele der neuen Synths kommen dort unter, bis wir sie aus dem Commonwealth schmuggeln. Okay. Was hat es mit Checkhorn Ticon auf sich? Gehen wir, bringen wir es hinter uns. Nett von dir. Was hat es mit Ticon auf sich? Macht ihr dort sonst noch was? Wir kümmern uns hauptsächlich um die Neuankömmlinge. Die haben für gewöhnlich 1000 Fragen, die ich beantworte, so gut ich kann. Und selbst haben wir auch ein paar Fragen über das Institut und so weiter. Ab und an kommen Agenten vorbei, um sich vor den bösen Jungs zu verstecken. Langweilig wird es nie. Ich gehe vor. Okay, folge High-Rise. Und du, kommst du auch mit? H2? Ja, er kommt mit. Sollten wir nicht lieber eine bessere Waffe nehmen? Wieso? Die ist doch gut. Schade, dass man die nicht werfen kann, so wie in... ja genau, in... Wo war das denn? Dead Island? Dead Island konnte man auf jeden Fall werfen, aber vielleicht war es auch bei Dying Light. Ich glaube, da konnte man auch Waffen werfen. Was ist hier los? Wer ist da? Wo ist die kleine Schlampe hin? Karawanenwache. Keine Gefahr. Ach hier, ja, da sind ein paar Raider. Schon wieder. Und jetzt? Nein! Oh, und ich spring genau rein. Ja, super. Ich hab meinen Säbel hier. Pass auf. Du bist tot. Du auch. Du gibst nicht auf, was? Oh nein, wir sollten abspeichern, denn sonst müssen wir gleich das Ganze alles nochmal machen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich abgespeichert, gerade in dem Moment, wo H2 erschossen wird. Denkbar dümmster Moment, abzuspeichern. Aha! Oh, H2!
Er schlägt zu. Wir geben ihm demnächst einen Boxhandschuh. Boxhandschuh für H2. Hört sich ein bisschen an wie ein Gewürz. Kennt ihr das? Carolina Reaper. H2. Wie war das nochmal? HB. Wenn ihr 2 wollt, müsst ihr erst an mir vorbei. Oh, das war doch ein Kinderspiel hier. Da fliegt schon wieder ein Auto. Ah, die Autos sind vielleicht nicht so schwer. Wir müssen abladen und die Folge ist vorbei. Aber wir können mitten im Kampf natürlich die Folge jetzt nicht einfach so unterbrechen. Das heißt, wir müssen hier erstmal einsammeln. Worauf schießen die denn alle? Na, die schaffen das schon. Oh yeah! Blutbefleckte Planke. Verursacht mehr Schaden, je niedriger deine Gesundheit ist. Aktuelle Mods, keine Verbesserung. Schaden 26, Schwierigkeit langsam, Geschwindigkeit langsam, Gewicht 3 und Wert 100. Ja, könnt ihr schon was tragen für mich? Wo rennst du hin? Kannst du schon was tragen für mich? Hey, willst du etwas von mir? Das habe ich alles dabei. Curry war doch überladen schon. Jetzt kann sie wieder was tragen. Vielleicht hat sie irgendetwas verwertet. Es ist zu wenig. Es ist zu wenig. Wir müssen etwas abwerfen. Also werfen wir den Bergbauhelm ab. Gewicht 5. Ja, den werfen wir aber sowas von ab. Den werfen wir gleich zweimal ab. Und das Gurtzeug, das ganze Raider-Zeug, was wir gerade eingesammelt haben. Ich gehe lieber hier nach unten, denn dann riskiere ich nicht, das Grognack-Kostüm so schnell abzuwerfen und es dann suchen zu müssen. Ja, das wird ja wohl auffallen zwischen all dem Raider-Zeug, aber die Schweißerbrille kann weg, das können wir gar nicht ablegen. Und die Sachen mit Stern, wie immer, die behalten wir. Ah, hier ist noch eine Kapuze, Sackkapuze mit Riemen. Okay, Jagdgewehr kann eigentlich auch weg. Mal sehen, was hier richtig schwer ist. Kampfgewehr und Jagdgewehr, Kampfgewehr. Wiegt schon mal 11, das kann weg. Das Jagdgewehr kann auch weg. Dann hier nochmal ein Kampfgewehr mit Gewicht 16. Das kann auch weg. Ja, und was haben wir hier noch? Irgendwas mit Laser, Rückstoß gedämpft. Naja, das kann auch weg. Es bleibt ja hoffentlich hier liegen. Und deswegen werden wir es erstmal alles ablegen können. Umso mehr können wir nachher einsammeln. Der Weg wird höchstwahrscheinlich ja noch ein längerer. Wir werden in der nächsten Folge mehr darüber erfahren. Diese Folge ist schon am Ende und ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich schmeiße noch die beiden Jagdgewehre auch weg hier. Umso leichter wir sind, umso mehr können wir dann wieder looten. Und ja, Daumen hoch und eine Sekunde. Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.